Freunde gepflegter Fußballunterhaltung, schön, dass ihr euch wieder in eines meiner Videos, in meinen Stream reingeklickt habt. PES 2019, wenig überraschend, immer so, fast immer das gleiche Startbild, wenn ich meine Streams beginne, denn klar, MyClub ist the name of the game, was wir hier auch im, lass mich nicht lügen, 73. Stream von PES 2019 gehörig abfeiern werden. Jawohl. Und ja, es ist der zweite Stream in der aktuellen MyClub-Woche. Im letzten Video haben wir schön fleißig Arsenal oder vielmehr englische Legenden gejagt. Und auch heute habe ich einen kleinen administrativen Teil zumindest mit dabei. Ihr seht es oben rechts, 67.000 GP habe ich noch sammeln können zum letzten Mal. Das heißt, ja, zwei von dieser schönen Collectors Box, zwei Agenten hier, um eben englische Legenden zu jagen, kann ich noch öffnen. Zudem habe ich die Com-Challenge mittlerweile gemacht und kann noch einen dritten Agenten öffnen. Und im Endeffekt geht es nicht um die Arsenal-Legenden, die so ein bisschen der Aufhänger der dieswöchigen Box sind, sondern es geht um diesen Kollegen hier, Steven Gerrard. Natürlich, ich sage es oft genug, wenn ich Legenden abfeiere, wen ich habe, wen ich, oder vielmehr wen ich suche. Und da ist Steven Gerrard mit Gabriel Batistuta ganz weit oben. Von daher drei Chancen jetzt gleich noch auf den Kollegen. Und danach geht es dann wieder raus auf den virtuellen Rasen. Und da bin ich ja im letzten Stream sehr, sehr gut dahergekommen. Und das überraschenderweise mit einer 4-Sterne-Truppe. Viele Stammzuschauer wissen es. Ich spiele eigentlich eher 1 bis 3 Sterne, weil mir dieses Gehetze bei 4 oder gar 5 Sternen einfach keinen Spaß bereitet. Und ja, so ein bisschen angefixt von der PES League, die ich ja am 30.03. in Stuttgart kommentieren und moderieren durfte, habe ich mir gedacht, hey, versuchst du mal wieder 4 oder 5 Sterne, vielleicht bist du ja auch so ein kleiner E-Sportler. Nein, war ich nicht, bei 5 Sternen bin ich dann wieder abgekackt. Aber 4 Sterne, ja, mit Wochenform und so, ganz perverses Team aufgestellt, seht ihr gleich natürlich im Detail, lief das auf einmal dann ganz gut. Ja, und seitdem bin ich von 843 Ratingpunkten wieder hoch auf fast 900, so dieses heimliche erklärte Ziel. Von daher, ja, spielen wir auch heute mit der 4-Sterne-Truppe, aber für den Moment machen wir erstmal hier die Chose. Wir ziehen dreimal den möglichen Steven Gerrard-Agenten. So, erste Chance, keine Legende, also brauchen wir uns gar nicht aufregen. Was gibt es für neue Spieler? Wir fliegen in die Premier League. Es gibt einen goldenen Ball vom FC Chelsea. Und es ist Tim Cahill ist es nicht. Wie heißt der? Gary, wie auch immer. Cahill, ich glaube, den habe ich schon oder hatte ich schon. In jedem Fall, auch das habe ich ja im letzten Stream schon mal angesagt, so ein bisschen Ausblick auf PES 2020 gegeben und wie ich mir so vorstelle, da MyClub zu spielen. Und dieses ja, krampfhafte Wegsimulieren von Spielern, die nicht perfekt auf meine Bedürfnisse zugeschnitten sind, um die dann als Experience Points Trainer zu nutzen, wollte ich mir so ein bisschen abgewöhnen. Von daher weiß ich bei ihm jetzt gerade nicht, ob er schon unter diese Regelung fiel, ob der überhaupt bleiben durfte. Schauen wir mal, wer war noch im Pack? Van Arnold, den ich nicht brauche, weil Linksverteidiger habe ich nicht im System. Und Romero als Torwart ist eigentlich auch überflüssig. Aber nun denn. Also, was haben wir hier? Der ist, glaube ich, geblieben, weil der halt super Player-Skills hat und mit 1,93 pervers groß ist. Also von daher, glaube ich, habe ich den schon einmal. Dann habe ich ihn ein zweites Mal. Und das erhöht so ein bisschen die Chance, dass ich auch in PES 2019 nochmal diese Duplicates-Funktion einsetzen darf. Also dieses drei Spieler eintauschen gegen einen Spieler aus der gleichen Ballfarbenkategorie. Mal schauen. Also, der zweite von drei Agenten, wieder keine Legende. Und es gibt einen goldenen Ball von Liverpool. Und es ist Adam Lallana. Da glaube ich auch, dass ich den schon habe. Oxlade-Chamberlain wäre gut gewesen. Den habe ich nämlich auf jeden Fall zweimal. Da bin ich mir sogar sicher. Den habe ich, glaube ich, nur einmal. Dann gibt es noch John Shelby, der, glaube ich, mal bei Swansea City ziemlich gut unterwegs war. Da habe ich den Kollegen ziemlich cool gefunden. Und es gibt noch Madison von Leicester City. Alles so, ja, nette Spieler. Werden wahrscheinlich nie wirklich gebraucht. Das ist, glaube ich, ein guter Playmaker. Ja. Und er ist nichts wirklich, aber egal. Wir simulieren ja nicht mehr gezwungenermaßen weg, also ist das auch nicht mehr so dramatisch. Ja, und dann sind wir schon beim letzten Agenten. Letzte Chance für diese Woche auf Steven Gerrard. Ja, das war's schon.
ganz unspektakulär einfach mal keine Legende gezogen. Auch beim letzten Video war keine Legende dabei. So viel kann ich vorwegnehmen. Und das Pack wird richtig bitter. Der beste Spieler ist ein silberner Innenverteidiger. Nämlich Lindelöf von Manchester United. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der nur Silber ist. Der ist doch Stammspieler, oder? Stammspieler bei Man United. Dann sind die anderen beiden natürlich auch grützig. Und es ist ein Außenverteidiger mit Emerson, den ich nicht brauche. Und es ist Karamo von Bordeaux. Wie der in dieses englische Pack reinrutscht, ja, das weiß dann auch keiner. Schneller Typ. Aber auch das, ja, keine Player-Skills, super. Ja, das war ja mal wieder ernüchternd. Und jetzt haben wir keine GP für einen weiteren Agenten. Und was ich beim letzten Mal auch schon gesagt habe, ich möchte meine MyClub-Coins lieber sparen. Sollte mal wieder so ein 100-Coins-Flash-Sale für Legenden kommen, ja. Das wäre dann eher so meine erhöhte Hoffnung auf nochmal Batistuta oder Gerard. Von daher sparen wir uns die MyClub-Coins an der Stelle und gehen schneller als erwartet, als erhofft. Und vor allen Dingen ohne gezogene Legende in den virtuellen Fußballteil des Streams über. Hier nochmal kurz als Vorschau meine perverse 4-Sterne-Truppe, ganz nah dran an 2300 und 5 Sternen. Ja, da müsste Konami eigentlich mal klar nachjustieren, weil 2300 ist sowas von leicht zu erreichen mit den ganzen Featured-Playern und Legenden und sonst was. Ja, also da ist hier ein Mbappé, ist ja schon so ein starker Typ, aber mittlerweile ist ein 99er CR7 oder ein 100er Messi, ist ja keine Seltenheit mehr. Und ja, da müsste man vielleicht die Teamstärken-Grenzen mal ein bisschen nachziehen. Ja, von daher schon eine perverse Truppe, aber das geht mit 5 Sternen noch viel schlimmer. Auf der anderen Seite, ich bin super zufrieden mit den Jungs. Alles natürlich wieder an Wochenformen ausgerichtet. Und sehr erfolgreich. Wie gesagt, überraschend erfolgreich. Dementsprechend schauen wir mal, ob wir das hier jetzt im Stream weiter bestätigt bekommen. Wäre natürlich schön zu sehen. Auch da immer wieder so ein bisschen die Hoffnung, nochmal in Division 1 zu kommen. Denn ja, dafür braucht man mal ein paar Wochen am Stück fette Rating oder Weekly Points viel mehr. Ja, immer wieder hin und her bei mir. Vorletzte Woche hatte ich mein bestes Ergebnis mit fast 700. Bin dann in Division 2 aufgestiegen aus der 4. Und dann habe ich die Woche drauf ein bisschen verzockt mit, glaube ich, knapp 200. Zack, wieder zurück in Division 4. Also irgendwie geht es immer hin und her und hin und her bei mir. Und ich kann mich nicht so komplett durchsetzen. Da müsste vielleicht einfach mal dranbleiben. Ne, am Drücker, in den Weekly Points mal Gas geben. Irgendwie ist das bei mir immer, ich weiß nicht, wie ihr das seht, wie es bei euch ist, bei den Stammzuschauern und aber auch den Stammspielern von MyClub. Ja, irgendwie, wenn man einmal verliert, ja, wenn man so ein paar hundert Punkte gesammelt hat und wenn man dann einmal verliert und dann knapp die Hälfte seiner Punkte abgeben muss, ist das irgendwie für mich immer so ein ganz harter Dämpfer, wo ich mir denke, ja gut, seien wir ehrlich. Die hole ich doch nie mehr wieder, die Punkte, obwohl das natürlich Blödsinn ist. Also ich habe es jetzt ein paar Mal erlebt, dass ich natürlich nicht mit oder komplett niederlagenlos durch eine Woche gehe und relativ schnell ist ein Gegner gefunden, das ist schön. Ja, und bei einem Sieg, glaube ich, haben wir die 900 Rating-Punkte übrigens wieder geholt, das wäre auch super schön, ja. Ja, also, dass eine Niederlage in der Woche nicht unbedingt das Ende aller Weekly-Point-Träume bedeutet. Oh, der Kollege hat eine Legende, die ich zum Beispiel noch nicht habe. Ian Rush vom FC Liverpool, der alte Waliser. Ist bei ihm im Mittelsturm. Jetzt gucken wir mal bei mir. Die Pfeile müssten alle soweit ganz gut sein. Ja, ein bisschen enttäuschend hier bei Eden Hazard. Der geht dafür raus. Dann spielt halt Pavon. Ja, da kenne ich nichts. Da wird ratzfatz ausgewechselt. Isco, Pfeil nur halb nach oben. Dann kommt eben der Ivan mit Pfeil richtig nach oben. Also das ist ein absoluter Luxus, wenn man hier Entschuldigung. Wenn man nach Wochenformen aufstellt, dann ist halt bei einem mal der Pfeil nicht ganz nach oben. Da hat man halt auf der Bank jemanden, der das 1-1 ersetzen kann ohne Probleme. Und ein Kylian Mbappé ist auch ein absoluter Traumspieler, der offensiv so ziemlich alles spielen kann, ohne dass es die Teamchemie verschlechtert. Ja, dann können wir auch schon das erste Spiel angehen. Ja, so von den Namen her würde ich jetzt halt sagen, nicht so pervers 4 Sterne ausgefahren. Bin mir mittlerweile nach so und so 4 Wochen Featured Playern nicht mehr ganz so sicher, wer ist jetzt ein Featured Player. Wer war mal ein Featured Player? Von daher, ja, müsste ich eigentlich bei ihm ins Aufstellungsmenü gucken. Aber ich behaupte jetzt einfach mal, der Kollege ist nicht so am Limit,
was 4 Sterne angeht. Ja, und die Teamchemie mit 78 ist auch gruselig. Also, wenn man das alles mal so ein bisschen einrechnen möchte, dann sieht das doch nach absoluter Favoritenrolle bei mir, bei den Let's Playmakers 11 aus. Der letzte Stream, ich möchte es nicht spoilern, wie viel Siege und so weiter es im Endeffekt waren. Aber es war ein überragender Stream, hat sich gut angefühlt. Es gab wenig zu meckern. Und auch heute wollen wir natürlich genau das anstreben. Idealerweise 3 Siege. Das würde uns dann mit Hinblick auf Wochenpunkte und Ratingpunkte und überhaupt Punkte gut zu Gesicht stehen. So, wer hier gerade live dabei ist, der weiß, heute Abend wird in Anfield auch richtiger Fußball gespielt. Champions League ist angesagt. Hoffen wir mal auf spannende Spiele, gute Ergebnisse. Bei Liverpool, glaube ich, sind wir uns einig, würden wir uns freuen, wenn die noch ein bisschen weiterkommen. Bei der einen oder anderen Mannschaft vielleicht nicht so sehr. So, erster billiger Doppelpass wird abgefangen. Gigi Grande, langer Hafer auf den Flügel zu Mbappé. Bleibt hängen. So, ja, Liverpool beginnt ganz schön frech und keck und offensiv pressend. So, jetzt ist die linke Seite mal ein bisschen offen. Mbappé, leider kein flacher Abschlag. Das ist so ziemlich der große Nachteil von. Ich habe doch längst auf Torwart rausholen gedrückt. Ja, sauber. Absoluter Slapstick. Und dann steht es 0-1, ohne dass wir da groß was gegen machen konnten. Ja, ich glaube, der Torwart ist nicht rausgekommen, weil der zurückeilende Spieler war irgendwie so im Steilpassmodus, den ich da durchgedrückt habe. Und ja, so passiert es da. Eigentlich ganz billige Situation. Darf niemals ein Tor draus entstehen. Dann können wir mal gucken, was aus dieser Favoritenrolle da noch werden kann. Hoher Steilpass, leicht abzufangen, gut antizipiert. Der Liverpool ist wach. Sehr, sehr wach. Und die Let's Playmakers kommen hier überhaupt nicht klar. Nächster blöder Abpraller. Was ist denn hier los, Freunde? Gar nicht schön anzusehen. Diese Anfangsviertelstunde der Gäste. Was sind das auch für Spieler? Angelino, Correa, ey, das ist doch keine super Mannschaft. Das ist doch keine 4-Sterne-Mannschaft. Ja, will das Ding verlängern lassen. Nichts gibt's. Ja, Konter möglich. Da passen sie sich gegenseitig in die Füße. Trotzdem ist der Konter noch nicht vorbei. Mandzukic läuft auf die Dreierkette auf. Mandzukic gerade so noch den Pass angebracht. Ja, Mbappé, kein Bock auf Doppelpass. Beschleunigt das Ding einfach mal durch. Mehr als Ecke war da in der Szene wohl nicht drin. Servus Lumpi. Schön, dass du nach all den Jahren mal wieder reinklickst. Ecke Rakitic auf den Elfmeterpunkt. Na, die war eigentlich zu weit getreten. Szene bleibt heiß. Richarlison. Ja, schlechter Ball. Kontermöglichkeit für Liverpool. Ja, richtig Tempo kriegen sie in den Konter nicht. De Donker passt gut auf. Ja, kommt da vielleicht mal über Pavon. Kriegt auch kein Tempo. Da müssen wir mal ein bisschen ruhiger aufbauen. Also, ich feiere mich hier selber ab mit tollem Stream letztes Mal und so. Und dann kommt so eine gruselige Anfangsphase im ersten Spiel. So, Dedonka, gucken wir mal. Ja, blödes Reingeflanke, lassen wir mal. Spielen wir Fußball. Mal rüberlegen, Richarlison. Ja, geht da gut nach vorne. Erste nennenswerte Szene für die Gäste. Ja, Liverpool, kriegen sie Tempo drauf. Ja, sieht nicht verkehrt aus, wenn schnell geht 4 auf 4. Super antizipiert von Carrasco. Geht da gut entgegen, genau im richtigen Moment. Der hohe Steilpass, das war eigentlich Unsinn. Wollte ich im letzten Moment noch abbrechen. Dann war das gar nicht mal so verkehrt. Stürmer auf dem falschen Fuß erwischt. Pavon. Der Argentinier mit super Wochenform immer eine gute Alternative. Wenn dann hier mal so ein Hazard nur den Pfeil normal hat, das gibt es natürlich gar nicht. So, De Donker, bloß nicht verzocken da in der Vorwärtsbewegung. Schafft er. Jawohl, Mandzukic. Oh, Mbappé, kriegst du mal Tempo auf die Kette? Nee, kriegen wir nicht. Richarlison quält sich in den Ballverlust. Ja, also richtig inspiriert ist das bisher nicht. Und Liverpool spielt das vor allen Dingen so ganz entspannt zu Ende, antizipiert die richtigen Wege, wieder ist der Ball weg. Mandzukic, ach, das habe ich doch richtig geahnt.
So, billiger Doppelpass, kommt durch, ne? Kehrer passt auf, wieder Scheibenglück bei Liverpool. Ja, jetzt vielleicht mal, jetzt vielleicht mal. Kommen wir mal mit Tempo auf die Kette, ne? Pavon muss ein bisschen schleifen lassen und dann ist Liverpool schon wieder da. Ja, mit ein bisschen Glück. Na, fast schon versprintet, naja, noch gut gelöst. Gut gelöst, Carrasco, nochmal rübergelegt, Mandzukic, ja. Musste auf die kurze Ecke versuchen. Ecke. So langsam kriegen wir ein bisschen Zugriff. Noch nicht überragend, aber ein bisschen. Flanke kommt gut, wird verlängert. Kehrer kommt nicht hin. Ja, wichtig. Wichtig, den scharf zu halten. Rakitic. Oh, Szene bleibt heiß. Mandzukic kriegt den Kopfball, der wäre wichtig. Nein, Mbappé. Braucht ein bisschen zu lange, den zu verarbeiten. Und dann wird es keine Schussgelegenheit. Dann ist das Ding schon wieder vorbei. Wieder Fuß dazwischen. Gut. Ja, offene Sohle. Da kann man gerne auch mal rot geben. Gibt wahrscheinlich nicht mal gelb. Ja, doch. Oh, Ian Rush kriegt gelb für offene Sohle. Vollkommen zurecht. Ball da schlecht verarbeitet. Und dann zu gierig nachgearbeitet. Ja, guck mal. Läuft da auch immer direkt Mandzukic zu. Richarlison. Das war zu billig. Also, Liverpool verteidigt das hier super. Ja, kriegt er den durchgemogelt? Nein, kriegt er nicht. Ja, Gigi will Fußball spielen. Oh, jetzt wird's eng. Nicht übertreiben. Und wir nähern uns der Halbzeitpause. Vielleicht die letzte Szene. Kriegen wir den Doppelpass nochmal durch? Ja, Pavon und nochmal auf Carrasco. Carrasco, zieh mal nach innen. Nee, doch. Ja, was mache ich? Ja, da seid ihr selber ein bisschen unsicher, was ich jetzt mache, ne? Jawohl. Einen schönen Doppelpass mache ich. Mandzukic und legt das Ding butterweich nochmal rüber. Sehr, sehr schöne Kombo. Und so kann man noch in die Pause gehen mit einem Statement. Ich habe es im letzten Stream schon ausgiebig erwähnt. Was habe ich von der PES League gelernt? Jawohl, Flanken nutzen nichts. Auch wenn ich da vorne einen Mandzukic drin habe, ziehe ich das Ding lieber immer wieder neu auf, wenn ein Matze-Goal so die deutsche Meisterschaft holt. Oder fast alle E-Sportler von PES schlagen kaum Flanken und ziehen nochmal neu auf, suchen die besseren Abschlusssituationen im 16er mit dem Fuß, mit Direktabnahmen, mit Steilpässen. Dann sollte man das doch auch hier in MyClub vernünftig angewendet bekommen. Und so hat sich's ausgezahlt. 1-1. Haben wir gerade nochmal die Kurve bekommen. Mbappé, Mandzukic. Ui, da war viel mehr drin. Oh, da war viel mehr drin. Für Mario Mandzukic. Hat er auch im letzten Video ein, zwei richtig geile Buden gemacht. Ich erinnere mich an ein super Tor, auch mit Direktabnahme, kurze Distanz, schön zu Ende kombiniert. Also von daher war das, ja, glaube ich, gerade schon eine große Chance für den Kroaten. Und Liverpool zeigt sich ein bisschen beeindruckt vielleicht hier. Nehmen wir das Füßchen vom Gas. Locken mich aber vielleicht auch einfach ein bisschen raus. Oh, keine billigen. Ja, der war billig. Da haben wir genau den falschen Spieler gekriegt. Ganz wichtig. Thilo Kehrer da. Oh, Mbappé. Kommen wir in die Doppelpass-Situation. Oh, kriegen wir Scheibenglück? Nee, kriegen wir nicht. Ja, da fehlte auch nicht viel. Ja, einmal zu gierig gepresst. Und dann war sofort die Lücke auf. Und Liverpool spielt das sehr geduldig. Sucht selber jetzt wieder hier den Weg in den 16er. Da prallt das Ding schön zu Gigi. Schnell machen. Mandzukic, der ist wichtig. Oben läuft Mbappé das Angebot. Und wenn einer weglaufen kann, dann Kilian. Muss er aber abbrechen. Mandzukic. Nein. Oh. Ja, da mal ein bisschen Glück mit dem Abpraller oder mit in den Passweg antizipieren. Dann haben wir eine gute Chance. Liverpool will wechseln. Die Bank war ja ziemlich pervers besetzt, genau. Ja, so schlecht ist die Mannschaft ehrlicherweise nicht. Alle mit Level 30 ausgelevelt, also keine Opfertruppe, was ich anfangs so ein bisschen aufgrund der mir nicht so 100% geläufigen Namen angenommen habe. So, eigentlich muss auch ich nicht viel wechseln, ne? Das ist alles noch okay. Aber Memphis Depay ist keine wirkliche keine Schwächung. Das ist auch das Schöne an 4 Sterne. Man kann zumeist aus den Vollen schöpfen, wenn die Pfeile es nicht ganz schlecht mit einem meinen. Von daher, oh, Mandzukic, ja, oh, er gibt den Elfmeter, ui, zu hastig verteidigt,
Oh, ich hab's gar nicht jetzt gesehen, was es am Ende war. Und ich raste vollkommen aus. Rakitic! Pfosten weg. Nein, 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 nein. Was eine Großchance. Ja, geht da mehr? Geht da mehr? Ja, langer Hafer. Ja, antizipiert er richtig. Oh, nicht verzocken. Sauber. Also, verschossener Elfmeter. Tut natürlich weh. Aber sofort wieder kurbeln. Oh, der war wichtig. Der war sehr wichtig. Mbappé legt das Ding nochmal rüber. Nee. Mbappé. Jetzt muss er kommen. Da ist er. Mrario. Mandzukic. Pünktlich da. Zum 2-1 steht er gut. Der Kroate. Servus, Just Matt, kommst gerade rechtzeitig zum 2-1-Führungstreffer. Spiel gedreht. Und sagen wir mal so, es ist ein kompliziertes Spiel. Seien wir ehrlich, so richtig, richtig großartig sieht das hier nicht aus. So, nochmal zwei Wechsel für die Flügel, da wo es immer am meisten an der Ausdauer nagt. Aber das ist genau das. Also irgendwie, es fühlt sich. Auch in Spielen, wo es kompliziert ist, irgendwie fühlt es sich so an, als hat die Truppe immer noch Körner, die sie nachlegen kann, immer noch, welche Metapher bemühen wir, Pfeile im Köcher. Und das ist dann vielleicht bei einem 2-3-Sterne-Team nicht so einfach zurückzukommen. Wenn der Gegner hier, ja, eigentlich zu Recht 1-0 führt, unangenehm spielt, auch kein schlechter ist. Schön mit dem Gesicht die Flanke abgewehrt von Memphis. Depay, aber ist hier noch nicht vorbei, klar. Nicht mal 70. Minute, kaum sage ich's. Aber Gigi Buffon auch so ein Ding. Ich hatte ja, glaube ich, beim vorletzten Stream war es, gesagt, dass ich keine Wurst mehr ins Tor stellen möchte. Das war dann ein gescheitertes Experiment mit dem Weißball-Torwart, um halt Kosten zu sparen. Und irgendwie bin ich schon froh, jetzt hier hinten einen im Tor zu haben wie einen Gigi Grande. Das wird sich auch so schnell nicht mehr ändern. Wieder gute Flanke. Liverpool kurbelt. Liverpool kurbelt. Drückt hier auf den Ausgleich. Ja, so hochgradig verdient ist die Führung nicht, seien wir ehrlich. Das ist dann eher der guten Chancenauswertung geschuldet. Chancen gut zu Ende gespielt. Ein bisschen umständlich mit dem hohen Steilpass. Na, Chiellini kriegt da den wegverteidigt. Nee, aber es gibt Abstoß. Jawohl, alles gut. So, den spielen wir kurz. Den lupfen wir schnuckelig drüber. Der sollte eigentlich ein bisschen tiefer kommen. Egal, Hauptsache kein Ballverlust. So, kann er pressen, wie er will. Und wenn er gut antizipiert, was er hier getan hat. Oh, wieder geblockt. Jetzt vielleicht mal das hochpressende Liverpool auskontern. Nein, gut nach hinten gearbeitet. Aber auch wieder gut antizipiert von Pavon. Wo ist der Laufweg? Da ist der Laufweg. Pavon. Pavon. Nein, zu hektisch. Aber viel zu hektisch das Ding umgespielt. Da war mehr drin. Hazard, eher faul. Ja, eher faul. Aber okay. Schnelles Umschalten über den Flügel. Unterbunden. Manchmal muss man auch ein bisschen dreckig verteidigen. Ja. Spiel das ruhig kurz, das Ding. Ist deine Zeit. Direkt kommt der Gegendruck. Gut im Weg stehen können wir. Oh, jetzt keinen blöden Doppelpass abbekommen. Nämlich sowas hier. Macht die Szene da schön heiß. Buffon ist da. Komm, wirf ab jetzt. Jawohl, das Platz. Oben ist Platz zum Tiefspielen. Guter Laufweg von Pavon. Setzt er sich gegen Angelino durch. Tut er. Pavon, nein. Und dann verliert er den Zweikampf doch. Der Argentinier, da war mehr drin, das Ding vielleicht sogar vorzuentscheiden. Mandzukic arbeitet jetzt weit mit nach hinten. Ja, haben wir geahnt, super geahnt. Hazard. Abseits, abseits. Also so ein bisschen schaukelt sich das gerade hoch zu Konter und Sieg oder irgendwann fällt noch der Ausgleich. Chancen waren da. Und alles sprintet nach hinten, wo es nur kann.
Oh, Kehra lässt sich da ausschütteln. Flanke kriegt er verhindert. Kriegt er richtig gut verhindert. Thilo, du bist ein Teufelskerl. Und jetzt den Konter zu Ende bringen. Oder vielleicht einfach nur die Zeit zu Ende spielen. Mandzukic läuft den Ball. Nein, der sollte aber auch zu Mandzukic kommen. So, nochmal langer Hafer. Der kommt ungenau. Und jetzt sind wir in der 90. Oh, nee. Oh, wenn ich den kontrolliere, ist das Ding durch. Ich kontrolliere ihn aber nicht. Ah, gibt's nochmal den Doppelpass? Ja, den gibt's nochmal, aber das kriegen wir gelöst. Jawohl. Jetzt muss es doch vorbei sein. So, nochmal langer Schlag. Mandzukic, komm, den holst du. Das ist deine Spezialität und das ist es. Ihr könnt schon mal mit mir feiern. Ich versuch's nochmal mit einem dreckigen Lupfer. Da geht der tatsächlich hinten rein. Eden Hazard setzt den absoluten krönenden Schlusspunkt auf so einem schönen Arbeitssieg. Oh, was ein Schnuckelchen. Was ein Schnuckelchen. Schön. Also ein Sieg fürs Selbstbewusstsein, wenn man so weiß, okay, hartes Spiel, grütziges Gegentor bekommen, aber am Ende hat sich Liverpool die Führung auch verdient gehabt und dann mit dem Pausenpfiff noch zurückgekommen. Ja, ein bisschen wackelig. Aber am Ende standgehalten, gar nicht so viel zugelassen. Und dann, glaube ich, nicht unverdient auch gewonnen. Aber das letzte Tor, das feiern wir nochmal. Hier, das war ein super schönes Kombo-Tor. Ich hoffe, ihr erinnert euch. So, und dann kam irgendwann das 2-1. Da sehen wir es, 65. Wieder Mario Mandzukic. Ich habe übrigens abseits des letzten Streams natürlich weitergezockt und auch mal versucht mit Mbappé in der Mitte und dann mit Mané und mit Hazard auf den Flügeln. Also einfach nur Pace, Pace, Pace. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, Mandzukic so als Wandspieler, ich sag's ja immer wieder, so Wandspieler im Zentrum, gefällt mir sehr gut, hat sich dann nochmal bestätigt. Also klarer Vorzug, auch wenn er nur ein 84er ist, klarer Vorzug Mario Mandzukic vor Kylian Mbappé, der irgendwie im Sturmzentrum für mich ein bisschen verschenkt ist. Ich weiß ja nicht, wie eure Erfahrungen mit dem Spieler sind. Oh, ist das ein Zaubertor. Oh, erster Kontakt und zweiter Kontakt ist Welttor. Wahnsinn. Eden Hazard, auch für mich so eine kleine Entdeckung als Spielfigur. Ja, den habe ich ja vor vielen Monaten mal bei einer Legendenjagd gezogen. Und dann habe ich ihn gezogen und mir gedacht, so ja, der spielt in meiner 1-3-Sterne-Truppe eh keine Rolle. Aber jetzt perfekt. Und hat ja unter der Woche, also für die live dabei sind gestern, für die es auf YouTube sehen, Montag, gegen West Ham wieder brilliert. Also dürfte der auch in der nächsten Woche wieder mit einem A rumlaufen. Ja, da möchte ich meinen, Eden Hazard wird auf jeden Fall seinen Platz im nächsten Stream verteidigt bekommen. Und so kann man doch in einen Stream starten. 3-1 gegen 700 noch was Ratingpunkte. Jetzt lädt hier das Spiel ein bisschen zu lange für meinen Geschmack. Möchte mir PES dann doch noch in die Suppe spucken? Was ist da los? Was ist da los? Oh, oh. Was ist das für ein Bildschirm? Serverkacker. Ja, schön. Herzlichen Dank. Seid ihr noch da im Stream? Das ist immer meine erste Sorge, dass mein Internet kaputt ist. Aber der Stream scheint noch an zu sein. Gucken wir mal, was passiert jetzt. Verbindet er sich direkt neu? Das ist dann wahrscheinlich die Strafe dafür, dass ich das Tor von Eden Hazard zu lange abgefeiert habe. Und wenn er das jetzt nicht, ja, ich meine, dann geht die Welt nicht von unter, wenn das jetzt nicht als Sieg gewertet wurde, aber trotzdem wäre natürlich mega dreckig. Vor allen Dingen, wenn er mir das dann auch als Niederlage wertet und die halben Weekly Points sind weg. Dann raste ich aber, ne, ihr wisst das. Dann, boah, nee, ich glaube, ich bleib locker. Leben ist anstrengend genug. Schönen guten Abend, Schmüde. Schön, dass du auch mal wieder reinklickst oder zumindestens nicht heimlich mitguckst. Wie läuft deine MyClub-Karriere? Bist du immer noch voll motiviert, Legenden am Jagen? Ich hoffe, du hast auch ein bisschen Glück gehabt mit den letzten Pack-Openings. So, also, ist kurz aus dem Server geflogen, sofort wieder da. Kleiner Schluck auf. Und jetzt bitte das Ding nicht als Niederlage gewertet. Wo ist es? Jawohl, also, Spiel gegen Liverpool ist tatsächlich als Sieg gewertet worden. Das kann man sogar anklicken. Ist es auch als 3-1 im System? Jawohl, als 3-1 im System. Alles cool. Alles cool. Kein Grund zur Sorge. Und dann sind wir jetzt vielleicht sogar über die 900 Ratingpunkte gehüpft. Dann können wir sofort den nächsten Gegner suchen. Brauchen wir uns gar nicht lange aufhalten.
Und nein, was? Ach, Mbappé hat einen Vertrag raus. Ist, glaube ich, mein teuerster Spieler mit 93, 94 irgendwas. Ist auch schon Level 42. Ui, habe ich häufiger genutzt, als ich gedacht habe. So, jetzt Achtung. Der Bildschirm wird jetzt. Jawohl, 901. Ihr wart einmal mehr live dabei, wo sich der Let's Playmaker in die 900 reingearbeitet hat. Ist das herrlich? Ja, ist doch schön. So kann man noch arbeiten. So, und wo ich da gerade den geschätzten Zuschauer Schmidt mal explizit angesprochen habe, seid ihr natürlich alle, die jetzt gerade zugucken oder später auch beim YouTube-Video sind, auch immer wieder herzlich eingeladen, eigene MyClub-Stories hier mal zu posten und mich zu informieren. Außer wenn ihr mir unter die Nase reibt, dass ihr Steven Gerrard und Batistuta als Legenden gezogen habt, seid ihr mit all euren Stories herzlich eingeladen. Immer wieder spannend auch zu lesen, wie sich MyClub so bei dem einen oder anderen entwickelt, wie viel Losglück der ein oder andere hat. Von daher nicht zurückscheuen vor der Kommentarfunktion. Eine MyClub-Pause gemacht. Na dann, Servus Sonic, schön, dass du auch wieder reinklickst. Passend für den Champions League-Abend. Eine bessere Einstimmung als ein bisschen PES spielen gibt es ja eigentlich nicht. So, Gegner gefunden. Schalke 04 habe ich gesehen als Wappen. Nicht so viele Weekly Points. Username Rakitic. Ja, das passt ja irgendwie. Ivan Rakitic vor vielen, vielen Jahren bei Schalke 04. Ich sag mal groß geworden. Und der Kollege hat Cruyff, Gerard, Keegan, also ein legendär unterwegs seiender Kollege. So, welches Stadion nehmen wir? Ich habe keine Ahnung. Gehen wir dann hier mal wieder nach Chile in dieses Traumstadion. So, was sagen die Pfeile? Die Pfeile sagen, Pavon muss spielen. Die Pfeile sagen aber auch, dass Rakitic wieder beginnen muss. Und ansonsten Talisca. Soll ich mal Talisca versuchen vorne drin? Soll ich das mal versuchen? Warte mal, wie physisch ist der denn unterwegs? Gucken wir mal, ob wir das mal riskieren wollen. Talisca ist 76, ist zu wenig. Das heißt, der wäre eher einer für irgendwie so eine Mittelfeldposition. Ne? Der Kollege kann ja auch alles spielen. Ja, fast alles außer rechts Mittelfeld. Sollen wir das mal versuchen? Komm, machen wir hier Talisca mal, jawohl, auf linkes Mittelfeld. Und ja, wenn ich hier so hart nach Pfeilen aufstelle, müsste ich eigentlich mal einen Sukic opfern und dann die Mbappé-Variante spielen. Aber ich habe ja eben nicht zu Unrecht Mario Mandzukic abgefeiert und ne, dann kriegt der Typ seine Stammplatzgarantie aufrechterhalten und bleibt vorne drin. Aber so ein Pavon mit Pfeil nach oben wird auf jeden Fall eingewechselt im Laufe der zweiten Halbzeit. Da können wir fast von ausgehen. 5 Sterne, Sonic. Nein, 4. 4 Sterne. 2287 Punkte momentan. Also schon wieder wie immer gut austariert. Ja, und beim letzten Stream, da warst du scheinbar nicht dabei, Kollege. Der lief auch schon sehr gut mit 4 Sternen. Also irgendwie bin ich doch auf den Geschmack gekommen. Es war nicht so dramatisch scheiße, wie ich vermutet habe. DK Gaming. Schönen guten Tag. Schön, dass du reinklickst. Ich glaube, erste Mal. Wenn ich mich so recht an den Nickname orientiert erinnere. Meine Mannschaft ist nicht gut. Ja, kann auch sein. Oder seine nicht. Seine mit den Legenden auch ein bisschen spezieller. Ist halt immer so ein bisschen die Frage, woran macht man es fest? Ne? Also rein von den Teamstärkewerten ist das so nah dran an 5 Sterne. Also für 4 Sterne schon sehr gut. Möchte ich mal behaupten. So, also Schalke 04 zu Gast hatte ich auch noch nicht so häufig als Gegner. Als Mannschaft, die dem Gegner das Trikot spendet. Kehrer wird da direkt gefordert. So, Carrasco prügelt das Ding nach vorne. Gibt es den Konter? Das dürfte Abseits sein. Ja, Schiedsrichter lässt es laufen. Ist eigentlich auch verkehrt. Jetzt wird es erst rechts brenzlig. Hätte er niemals laufen lassen dürfen, die Szene.
Gut allerdings für die Let's Playmakers. Crescito gegen Mbappé. Das dürfte Kilian nach Hause laufen. Und jetzt muss doch nur jemand den Fuß reinhalten. Erster guter Konter. Erste gute Angriffssituation für die Gastgeber. Eden Hazard fehlt da ein bisschen Zielwasser, um das Ding früh in die richtige Richtung zu bringen. Wieder Hazard, wieder gut dazwischen gegangen. War natürlich nicht so angetan vom Bankplatz der letzten Woche. Hat mit dem 3:1 die Antwort gegeben und jetzt wieder von Anfang an dabei. Ja, alles gut. Langer Hafer, den holt Mandzukic natürlich. Mbappé nimmt das Ding Volley zur Traumvorlage. Hazard, jetzt muss die Flanke mal kommen. Mandzukic kriegt den wunderschön verlängert. Butterweiche Angriffsformation da vorne. Da läuft sie am Schnürchen. Und Yannick Carrasco, der jetzt auch schon sehr häufig mit einer guten Wochenform in meine Mannschaft gerutscht ist, behält dann aus dem Rückraum ranrauschend die Übersicht. Jawohl, frühe Führung. Im ersten Mal ging es noch knapp daneben, jetzt aber dann zugeschlagen. Schalke verteidigt sehr offensiv, schon beim 0-0 auch. Ja, er wartet da die Stürmer schon in der Mittellinie und das ist natürlich gefundenes Fressen für die schnellen Jungs da vorne, besonders Hazard und Mbappé. Oh, Keegan zieht neu auf, wieder Fuß dazwischen bisher. Sehr wach verteidigt! Und dann auf einmal, schöne Drehung, gute Szene für S04. Und Buffon reagiert schnell. Oh, 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 zweiter Pfosten, da kann Gigi Grande eigentlich gerne mal rauskommen und die Szene entschärfen. Nicht gut verteidigt, nächste Flanke segelt rein. Oh, den muss er eigentlich nicht holen und vor allem nicht so scharf machen. Szene bleibt dadurch heiß, Keegan. Was ist denn hier los? Fuß dazwischen. Ja, kriegen wir dazwischen. Konter. Nee, wieder abgefangen. Schalke bissig. Oh, langer Befreiungsschlag. Komm, Mandzukic, wichtig. Och. Schalke will den Ausgleich. Oben ist ein bisschen Platz. Hazard deutet es an. Kommt nicht in das Laufduell. Was ist denn hier los? Schalke kurbelt und kurbelt. Da ist der billige Doppelpass. Keegan kommt den Schritt voraus. Wow. Also, frühe Führung bringt überhaupt keine Ruhe aufs Feld. Wie das der Ball weg? Talisca noch gar kein Faktor. Noch überhaupt kein Faktor. Jetzt fehlt er hinten. Schöner Ball. Zweiter Pfosten. Wieder ist Kehrer da. Carrasco. Oh, das dauert zu lange. Meine Herren. Wieder Mandzukic kommt nicht in den Zweikampf. Also irgendwie betteln wir hier gerade um den Ausgleich. Chiellini Fuß dazwischen. Und jetzt ist passiert. Immer noch nicht. Also langsam wird es lächerlich. Schalke muss sich vorkommen wie im falschen Film. Und dann sind die Situationen da, wo man kontern kann. Mbappé, Mbappé, Mbappé. Kylian Mbappé. Cheater-Stürmer vor den Herren. Ist das ein freches 2-0. Da scheue ich mich, glaube ich, zu Recht vor dem Laufduell. Das hätten wir nicht so einfach gewonnen. Und dann pfeffert der junge Franzose das Ding in die lange Ecke. Ah, schade. Bricht er den Laufweg ab, da wäre auch mehr drin gewesen. Aber das sind genau die Situationen, von denen ich eben gesagt habe. Irgendwo hast du mit dieser Truppe das Gefühl, irgendwas geht immer. Ja, Keegan. Och, och. Nee, Cruyff ist es sogar. Also langsam hast du so das Gefühl, das Spiel kann ich nicht verlieren. Da sagt das Momentum, das wird ein Sieg für die Let's Playmakers. Da kann S04 kurbeln, wie es will. Auch wieder zu billig. Talisca macht bisher keinen guten Eindruck. Zumindest da auf der linken Mittelfeldposition der Brasilianer. Wird auch interessant zu beobachten sein. Jetzt wo ich ihn da glaube ich zum ersten Mal auch teste. Wie er sich dann im Laufe der zweiten Halbzeit macht, wenn die Ausdauer runtergeht. Ob ich ihn eher in der 60. als in der 70. auswechseln muss. Schön durchgesteckt. Keegan, jetzt muss aber passiert sein. Jawohl. 1:2. Das ging dann in dem Moment zu leicht. Einfach den Weg in die Tiefe gesucht. Der Brite. So, jetzt versuchen wir mal ein bisschen runterzukommen. Oh,
und Fußball zu spielen. Ja, die Hektik können wir dann ins letzte Drittel wieder einfließen lassen, so wie hier Hazard. Ah, das in die Mitte ziehen, antizipiert, müssen wir uns mal merken, können wir beim nächsten Mal auch anders machen. Talisca, Hazard. Oh, jawohl, direkt mal mit einfließen lassen. Und nein! Och, das ist doch eine tausendprozentige. Alter Verwalter, das muss das 3-1 sein. Wieder schön kurz vor der Pause, psychologisch wichtig. Diesmal wird es vergeben und es bleibt beim 2-1. Warum spiele ich nicht mit 5-Sterne-Team? Naja, also, wenn ich mir dann überlege, dass da dann alle Pforten geöffnet sind für aber sowas von perverse Spieler und ich nicht ansatzweise ein Team aufstellen kann, was gut genug ist für 5 Sterne, spare ich mir das lieber. Spare ich mir vor allen Dingen den Frust und die Niederlagen. Und von daher, weiß ich nicht, ist es für 4 Sterne jetzt für den Moment ein super Gefühl. Ich bin am Limit mit meiner Mannschaft. Hab nicht das Gefühl, der Gegner hat eine deutlich geilere Truppe aufgestellt. Ich bin zudem sehr, sehr erfolgreich für meine Verhältnisse. Gewinne deutlich mehr, als dass ich nicht gewinne. Also kann meine Ratingpunkte da schön zusammen... Oh, nee, das ist billig. Ach, das ist billig. Ach, hör doch auf. Ey, da hast du so viel... Ich meine, was willst du mich beschweren? Viel Glück gehabt in der ersten Halbzeit. Und jetzt stolpert er sich da so zum zweiten Tor. Also, 2-2. Sei mal ehrlich, nicht unverdient. Jetzt müssen wir uns den Sieg einmal mehr wieder erspielen. Hazard. Der war bisschen glücklich. Wieder ein bisschen glücklich. Mogeln uns da irgendwie einen zurecht. Talisca. Hazard. Sucht Mandzukic. Kriegt den Ball nicht an den Mann. Schneller Gegenstoß läuft. Der hohe Steilpass ist ein bisschen zu hoffnungsfroh. Lösen wir spielerisch. Ja, Schalke presst aber auch gierig. Also das ist schon in die Füße. So, Mandzukic suchen. Ja, ein bisschen Scheibenglück. Oben ist Platz für Kilian. Schön entgegengegangen. So, Mandzukic. Gute Bewegung. Ja, das wird ein Foul. Ein Offensivfoul. Ja, gibt da. Oh, zu hastig. Kriegen wir das bestraft? Kriegen wir Mandzukic irgendwie eingesetzt? Kriegen wir Mbappé irgendwie eingesetzt? Ja. Schalke spielt das gut strukturiert. Also die 2 Tore kamen ja nicht von ungefähr. Viele Torchancen vorher auch erspielt. Ja, Keegan läuft sich hoffentlich fest. Jawohl, bisschen zu ungestüm. Jetzt langsam vom Gefühl her. Ganz schlecht verteidigt von Zuma. Ja, irgendwie geht der auch bei jedem Ball entgegen. Also das ist schon, hat schon System hier. Was Schalke da versucht. Keegan! Torgestänge hinten. Also langsam wünsche ich mir mal ein bisschen mehr Kontrolle. Oh, nervig, nervig. Flanke geblockt. Talisca gefällt nicht. Talisca gefällt mir absolut nicht. Als linker Mittelfeldspieler ein bisschen zu arrogant auch dazu glauben, das könnte man einfach mal so wechseln. Das tut natürlich weh. Mandzukic, ja, so langsam müssen wir uns vielleicht mal eine andere Variante ausdenken. Machen wir das einfach mal. Mandzukic raus. Mbappé in die Mitte. Hat er auch noch nicht hier Bäume ausgerissen. Sonst, seien wir ganz ehrlich, dann ziehen wir es direkt durch. Dann kommt auch direkt Sadio Mané als rechtes Mittelfeld. Das kann klappen. Hat es in der Vergangenheit auch. Also, das ist das Schöne an der 4-Sterne-Perverstruppe hier. Man kann noch nachlegen. Von der Bank. Nächste Großchance für S04. Wird notiert. Jetzt kann man Mbappé natürlich nicht ganz so schnuckelig offensiv in Szene setzen. Hazard quirlt sich schön vorbei. Mbappé, da ist doch die Lücke. Mbappé! Mbappé! Wichtig! Ja! Ganz wichtig! Kaum stellen wir den Kilian vorne rein. Explodiert er genau in die Gasse. Das war dann für den Moment sehr sorglos verteidigt. Schön den Fuß rein. Jawohl. Also, nach 2-0 Führung. Oh, wichtiger Kopfball. Kriegt er. Ja, den kriegt er. Oh, ganz viel Platz da jetzt für Eden Hazard. Und wir machen es wie im ersten Spiel. Dreckiger Lupfer. Nein. Zu verspielt. Zu verspielt, der Belgier. Oh, gut nach hinten gearbeitet. Von Leon de Donker. Sehr gut. So, ist das jetzt vielleicht der Moment, wo so ein bisschen die Kontrolle anbricht? Mané.
Mbappé, Mané. Ja, spiel mal schön zu Ende. Pavon, stecken durch, jawohl. Legt noch mal raus, das war zu viel des Guten. Zu arrogant, wie auch immer. Gibt das jetzt die Quittung. Ja, wo sind wir? Wo ist die Kontrolle? Legt noch mal rüber. Haben wir richtig antizipiert. Kehrer. Ah, oh, nee, das ist zu frei. Das ist zu frei. Kriegen wir den Zugriff nicht. 3-3, da musst du eigentlich das 4-2 machen. Ah, ich habe jetzt schon auf der Zunge zu sagen, verschenkter Sieg. Da musst du den Konter zu Ende fahren. Kehrer, schön aufgebaut. Pavon. Ja, verzögert. Verzögert. Läuft das Ding gut durch. Pavon. Pavon, gut gedreht. Mané, nochmal rüber. Hazard, zweiter Pfosten. Wieder gutes Team-Kombo. Tor 4-3. Völlig unüblich. Der Donker ist da. Jawohl. Komm, das muss jetzt aber reichen, mal ganz ehrlich. So torreiche Spiele haben wir beim Let's Playmaker sonst nie. Sonst eigentlich eine Ausgeburt an Kontrolle. Wieder wackelig. Meine Fresse. Jetzt aber billiger Doppelpass. Das ist leicht zu antizipieren, weg zu verteidigen. Aber wo ist der Zugriff? Da ist der Zugriff. Wichtig. Jawohl. Fußball spielen, Freunde. Guck mal, die haben Gegenpress an ohne Ende. Pavon, lauf das Ding nach Hause. Pavon, jetzt 85. Kopfschau. Pavon, Pavon, Pavon. Jetzt der Haken nach innen. Mit Ansage, Freunde. Legt zurück auf Mbappé. Und der peitscht das Ding in die lange Ecke. Drops gelutscht. 5-3, zweiter Sieg. Vamos, Let's Playmakers. Irgendwie, das habe ich beim letzten Stream auch schon gesagt. Nicht, dass ich mehr gewinne und mehr Tore fallen und alles viel geiler ist. Aber irgendwie ist ein bisschen mehr Action im Stream. Ja, ist ein bisschen mehr Halligalli. Wahrscheinlich, weil die Spieler alle überbewertet sind und vor Player Skills nur so trotzen, Tore fallen, Laufduelle krachen. Ja, und irgendwie habe ich das Gefühl, ich tue mich deutlich leichter, Tore zu erzielen. Und durchdecken, kommt schon! Und die Fahne bleibt unten, Mbappé ist noch was ganz dreckig, Mbappé! Ja, was für die Galerie. Was für die Twitch-Highlight-Galerie, schade, klappt nicht. Ja, zum Glück das Momentum nicht bei ihm. Aber Schalke, besonders in der ersten Halbzeit, unangenehm zu verteidigen. Aber ich sagte es ja auch schon im ersten Spiel, ich habe das Gefühl, irgendwie kannst du mit der Mannschaft immer noch mal nachlegen, kannst mit Einwechslung auch vielleicht so ein Momentum auch gegenwirken. Bam! Guck dir das an! 5 Siege in Folge, was ist denn hier los? On fire, der Let's Playmaker, 921. Noch so ein bisschen weiter, dann haben wir vielleicht die persönliche Bestleistung. Guck dir das an, schön. Die persönliche Bestleistung von 936. Vielleicht auch irgendwann im Sack. Vielleicht schaffen wir das ja auch gemeinsam im Stream. Wichtiger Sieg. Weekly Points sind schon mal gut dabei. Damit sollte es wieder zurück in Division 2 gehen. Und dann gucken wir natürlich, dass wir. Vielleicht ist das jetzt genau der Moment, wo ich diese Woche durchziehe und nächste Woche durchziehe. Und dann sind wir vielleicht irgendwann mal auf diesem Weekly Point Niveau, wo man sagen kann, jawohl, Division 1, dann können wir auch die PES 2019 Karriere mal so erfolgreich beenden. Och, du Scheiße, da sagt mir das Spiel nix, du kommst nicht in Division 1. Rafa Gol, der jetzt seit 2 Spielen Probleme zu haben scheint mit Eintracht Frankfurt. Mit Flamengo, Botafogo, nee, Flamengo, Rio de Janeiro, was ist das für eine Mannschaft? Corinthians, welches Trikot ist das in jedem Fall? Das kommt wahrscheinlich am nächsten an die Eintracht ran von den Farben. Da kann man die Wahl durchaus nachvollziehen. Spielen wir mal mit komischen Trikots und gehen für das letzte Spiel des Streams in irgendein anderes komisches Stadion. Oh, Eden Hazard hat Probleme, geht raus. Wilmar Barrios zum ersten Mal für den heutigen Tag live dabei. Talisca hat leider enttäuscht, aber ist natürlich ein bisschen unfair. Ich glaube, der ist einfach groß, schlaksig. Der ist, auch wenn er jetzt nicht der ultimativ physische Typ ist, ist er kein linker Mittelfeldspieler. Gut, dass wir das korrigieren konnten, ne? Also, da sind wir wieder bei, Wechselmöglichkeiten in dieser perversen Truppe. Also, das passt. Und der hat hier schön Moises Keane, natürlich den Featured Player Moises Keane, der gerade von allen abgefeiert wird und auch in der Serie A kräftig wirbelt. Auch er hat den Wilmar Barrios, ja, die auch schon Level 50 und alles. Also ist schon gut dabei, der Kollege. Das wird ein hartes Stück Arbeit. Und ja,
Kriegen wir den Stream so nochmal bestätigt. Gameplay kaputt? Boah, nee, eigentlich nicht. Also ich bin seit Monaten recht zufrieden. Klar hast du mal diese Momentum-Ausschläge, da bin ich ganz bei dir. Da gibt es nicht nur in den Spielen selber, sondern manchmal so ganze Phasen von, weiß ich nicht, wenn es ganz schlimm läuft, 4, 5, 6 Spielen, wo du nichts auf die Kette bekommst. Und dann möchte ich am liebsten auch aufhören, aber dann komme ich einen Tag später wieder und dann habe ich wieder selber Momentum oder es ist entspannter. Und man gewinnt auch wieder und fühlt sich nicht ganz so dreckig und dann, nee. Da muss ich sagen, bin ich mit PES dieses Jahr über lange, lange Zeit schon sehr im Reinen. Gefällt mir gut. So, und jetzt absoluter Brocken zum Abschluss. Ja, der dürfte zu steil gehen, jawohl. Gucken wir mal, ob die geile Offensive weiter Tore am Fließband produziert, auch gegen so einen Gegner. Ja. Richarlison steht da gut im Weg. Ja, hoher Steilpass. Zuma ist da, jawohl. Oh nee, nicht verschenke da, Mann. Ja, auch er steht gut im Weg. Richarlison, der will unbedingt mit Mané da auf dem Flügel wirbeln. Mandzukic, kommt der in den Doppelpass? Ja, wird da umgeknüppelt. Szene bleibt heiß. Szene bleibt nicht heiß genug für einen Abschluss. Ja, und jetzt mit viel Tempo, Dynamik und Wucht versuchen die Corinthians da den Vortrag zu leisten. Abgefangen läuft Mandzukic. Mbappé, Mandzukic läuft es zu Ende. Ja, naja, der war ein bisschen unangenehm. Carrasco passt gut auf. Carrasco mogelt sich vorbei. Der war dumm. Der war dumm. Der war absehbar. In den Verteidiger. Ja, kein Drama hier gegen einen wahrscheinlich sehr gefährlichen Spieler mit 967 Ratingpunkten. Ja, schlecht. Antizipiert, Mandzukic, Mané bleibt hängen. Heute im Stream noch kein Faktor. Der Senegalese, der war zu einfach. Mbappé, Mandzukic, wichtiger Kopfball, hält die Szene heiß. Mané, ja, Mbappé nimmt nochmal rüber. Schöner Doppelpass. Carrasco, ja, erste gute Szene nach knapp 20 Minuten erst. Ja, Respekt und Neutralisieren und alles ist dabei. Aber jetzt endlich mal eine Torszene. Isco, glaube ich, erster Startelf-Auftritt für den quirligen Spanier. Flanke kommt. Mandzukic, wichtiges Kopfballduell, kommt nicht rein. Ganz so physisch war er heute noch gar nicht unterwegs. Ja, Konter läuft. Ja, oh, oben ist zu viel Platz. Barrios einmal komplett den Platz entlang gesprintet. Kriegt die Flanke nicht verhindert. Oh. Erster Wackler bei den Let's Playmates. Hier gibt es den Popo nicht voll, Freunde. Bisschen mehr Zuversicht. Mandzukic, langer Hafer auf den Kroaten. Der kriegt selbst gegen, ich glaube, das ist Van Dijk, wenn ich das richtig sehe. Ja, es dürfte Virgil van Dijk sein. Viel schlimmer werden Innenverteidiger im Spiel nicht mehr. Aber da behauptet sich der Kroate in den ersten Rücken zum Torsituation hier. Sehr gut. Das ist jetzt zwar nicht Van Dijk, aber er behauptet sich. Mario ist fit. Ja, gut gemacht von Mané. Jetzt wird's eng, aber das kriegen wir gelöst. Mandzukic, nein, leider keine Technik. Nimmt sich den Ball zu weit in den Torwart hinein. An, schade. Oh, scharfer Steilpass. Kehrer passt auf. Ja, kein Angebot von Mandzukic. Ja, haben auch das Glück mit den Passsituationen gerade. Mbappé, ja, kein Abseits, nein, kein Abseits. Und Mandzukic lauert, Mandzukic lauert! Ja, nein! Was ist das denn? Vielleicht die erste gefährliche Luftsituation, Kopfballchance am Fünfer. Pfosten raus und auch der Nachschuss nicht klar genug, um zum Torerfolg zu führen. Und kaum habe ich eine Großchance. Wollte ich gerade sagen, haben die Corinthians die auch. Oh nein, sehr guter Laufweg von Mané. Szene aber noch nicht vorbei. Mbappé. Nein, oh. Bisschen wirr jetzt. Der Vortrag, trotzdem Szene.
Oh, Scheibenglück. Nee. Also, es wirkt ein bisschen wackelig bei den Corinthians. Ist das Momentum? Ist das halt einfach so ein geiles Pressing von den Let's Playmakers? Ja, kriegen wir zugelaufen. Gut antizipiert. Macht die Szene heiß. Mbappé will unbedingt mit diesem dreckigen durch die Beine Kack-Move an Van Dijk vorbei. Dadurch ist die Szene leider hinüber. Oh, langer Ball. Kehrer passt gut auf. Ist einer der Spieler, die ich gut ausgelevelt habe. Oh, nein, nein, der wäre wichtig gewesen. Szene bleibt unangenehm. Van Dijk, ja, geht einfach auf dem Flügel mal mit. Flanke kommt. Kriegen wir für den ersten Moment gelöst. Oh, die Corinthians kurbeln. Chiellini ist da. Isco passt nicht auf. Isco passt nicht auf. Wichtig, Carrasco. Wir nähern uns der Halbzeitpause. Mbappé. Oh Gott, damit der abgekochte Kilian. Haben wir gut antizipiert, kriegen den Fuß nicht richtig rein. Oh, das ist wieder so ein Spiel der Kategorie völlig anstrengend. Also das schwitzte beim verkrampften am Pad arbeiten. Jetzt haben wir Platz auf dem rechten Flügel. Mbappé. Carrasco will mit. Carrasco. Nein, schiebt den doch tiefer. Was ein schmutziger Satz, aber trotzdem. Da muss er den noch nur tiefer spielen. Ja, ihr seht, zwei Schüsse, ein Schuss, absolutes Neutralisieren, krampfiges Bearbeiten. Aber die Ausdauerpfeile, die Ausdauerbalken sehen gut aus. Nur Mandzukic ist ein bisschen zu viel unterwegs, aber muss viel arbeiten da. Gegen Van Dijk, gegen wen auch immer. Und vielleicht kriegen wir das Pendel in die richtige Richtung ausgeschlagen. Letzte Halbzeit des Streams, Freunde. Nochmal Gas geben und so. Ihr wisst das, ne? Pass leicht abgefangen. Das war gut. Gar nicht erst was zustande kommen lassen. Billiger Doppelpass. Mbappé will. Wird aber zugelaufen. So, Carrasco. Mal ein bisschen Ruhe rein. Oh, guck, ja, hier. Da möchte das Spiel, dass ich den Ball nicht verarbeitet bekomme. Ganz komischer Stockfehler von Isco. Kriegen wir aber sofort zurückgearbeitet. Barrios. Ja, sieht nicht verkehrt aus. Oh, schlampiges Abspiel. Isco kann dazwischen gehen. Isco. Mandzukic mit Mané. Jetzt wird es da sehr eng. Och, Isco, halt doch den Fuß hin, Mann. Kera kriegt das Loch nicht geschlossen. Richarlison. Ganz wichtiger Zweikampf da. Vom deutschen Nationalspieler da noch den Fuß zwischenzukriegen. Verhindert da den Querpass. So, und jetzt kommt das übliche Verlängern auf Van Dijk. Natürlich ein gefundenes Fressen. Wichtiger Zweikampf. Kera ist da. So, jetzt in den Konter. Bisschen Tempo machen. Ja, ne. Der war ein bisschen zu gierig, der Doppelpass. Der wurde keiner. Auch der zu ungenau. Und dann auch den Konter zu ungenau und hektisch. Oh, Kurt Zuma mit dem Fehler. Abschluss. Abschluss für die Corinthians. Und Hammer gut gemacht. Hammer gut gemacht, den nicht einfach blind wegzuschlagen. Moises Kean läuft uns aus. Also es bleibt auf des Messers Schneide. Ich fühle mich ein bisschen angespannt, ehrlicherweise. Schön die Linie entlang geprügelt. Mané ist den Schritt voraus. Der kommt gut in die Gasse. Mané, ja. Nein. Er hat doch noch Glück gehabt. Szene ist noch nicht vorbei. Isco. Ja, wer geht in die richtige Bewegung? Mané. Ja, das ist zu billig. Richarlison kann natürlich auch nichts mehr machen mit dem Abpraller. Szene dadurch kaputt. Keine Idee gehabt. Oh, nicht verkehrt. Richarlison. Jetzt müssen wir da gut gestaffelt stehen. Sonst gibt es die nächste Flanke, aber die kochen wir locker ab. In Form von Zuma. So, 65. Mir fehlt so ein bisschen jetzt das Rezept. Mandzukic. Oh, traumhaft. Absoluter Lieblingsspieler. Wie der da alle Zweikämpfe holt. Mandzukic. Ja, Mario. Mario. Mares. Mandzukic. Nein. Oh, hör doch auf. Oh, so geil gearbeitet, der Kroate. Ausdauer geht zur Neige. Auch da muss man überlegen, macht das Sinn über 90 Minuten? Alter Verwalter. Oh je. Da war mehr drin. Hazard tauscht mit Mané.
Oh, das wäre nochmal i-Tüpfelchen hier, das Duell gewinnen können. Dann glaube ich auch an den Weihnachtsmann. Boah, Riesenchance für Mario Mandzukic. Vielleicht zu hektisch abgeschlossen. Vielleicht wäre da auch nochmal mit rüberlegen oder so mehr drin gewesen. Chancen erhöhen. Langer Hafer. Chiellini holt den Kopfball nicht. Gut gearbeitet von Mané jetzt auf dem Flügel. Oh, ganz blöder Ball. Zu hektisch. Ball weggeschenkt. Mandzukic arbeitet da wieder nach hinten. Sollte er vielleicht bleiben lassen in Anbetracht seiner Ausdauerwerte. Kehrer lässt sich abkochen. Kehrer, der ist wichtig. Acrobatic Clearance. Schöne Fähigkeit bei einem Innenverteidiger, sage ich euch, Jungs. Oh, nein, nein, zu hektisch mit Hazard. Erstmal schön den Stil. Ja, nee. Oh. Ja, Mandzukic. Schön das Ding zu Ende gelaufen. Hazard, da ist ein bisschen Platz. Hazard. Ja, geile Beschleunigung. Hazard, sehr wichtige Beschleunigung. Hazard auf Mandzukic. Kommt nicht zum Abschluss. Szene bleibt heiß. Nein, nicht hektisch. Nicht hektisch und vor allen Dingen nicht vor Stolpern. 75. Ich habe das Gefühl, umso lauter und schneller ich kommentiere, umso eher bin ich anfällig für einen Fehler. Hazard, Mandzukic. Oben läuft auch mal ein Mbappé ein Angebot. Spielt auch noch mit. Nimmt Mané mit. Mané zieht in die Mitte. Mbappé, Mané. Ja, das klappt. Zumindest ein bisschen. Und dann ist der Ball weg. Das ist zu wenig. Oh, kribbelig. Schwitzige Handflächen. Was hier los? So, was haben wir noch? Zwei Wechsel haben wir noch. Und es schreit nach Richarlison, wie eigentlich immer. Und es schreit leider auch nach Tschüss Mandzukic. Da müssen wir dann dem Tempo Tribut zollen. So, aber wen können wir bringen? Komm, machen wir mal Talisca. Komm, setzen wir mal hier den Brasilianer vorne rein, den Schlags. Wäre doch eine schöne Story. Nach dem nicht so glücklichen Auftritt in Spiel 2, jetzt vorne im Zentrum. Vielleicht holt der Junge uns ja vielleicht mit einer genialen Aktion hier den Sieg. Oh, Mané. Komm, erstmal gucken. Erstmal hier Lücken suchen. Isco, Mané. Ja. Isco. Ja, der war Unsinn. Da sezieren wir uns einen zurecht, nur um dann so einen Fehler zu machen. Aber jetzt kommt die Szene mal. Talisca, da wäre es doch beinahe gewesen. Isco, wieder gut gepresst. Hazard bleibt hängen. Das wird, glaube ich, auch einen Foul geben. Zumindest gibt es keinen Ballbesitz und eine Offensivszene. Oh, da stehe ich doch eigentlich im Passweg. Oh, jetzt kommt der Laufweg unten. Chiellini. Zweiter Pfosten. Nein! Was ist das für eine Grützbude? Und da zerplatzen gerade viele Träume. Alter, was ein Dreckstor. Nicht mal ideal rausgespielt oder so. Nein. Da muss Buffon eigentlich nur wegbleiben. Ja, jetzt können wir alles nach vorne werfen. Das Thema ist sonst eh gleich durch. Langer Hafer, Chiellini, wichtiger Ballbesitz. Jetzt fehlt mir leider Mandzukic vorne als Wandspieler. Kehrer ist jetzt mit nach vorne gelaufen. Ja, versucht es nicht mit Zeit runterspielen. Oh. Gibt es jetzt vielleicht schon die schnelle Entscheidung? Ja. Saha am zweiten Pfosten muss es eigentlich entscheiden. So, langer Ball. Talisca kann sich gut behaupten. Gegen Van Dijk sogar. Kehrer. Nein, nein, das war der Ballverlust, der alles entschieden hat, oder? Naja, das, nein, ach komm. Ach, scheiße, ey. Ja, da ist dann halt das Ende vom Lied. Dass da der Zugriff am Ende fehlt, vielleicht zu gierig. Dann wird es kein 3-Siegestream. Schade. Das kostet jetzt die 900 Rating-Barriere. Naja, nehmen wir es, wie man es halt nehmen muss. Niederlage ist Niederlage. Ich sehe schon, ihr kommentiert euch jetzt hier oder ihr diskutiert fleißig die Philosophie, wer mit wie vielen Sternen spielen muss. Aber okay. Nee, gar nicht. Guck mal, ich habe ja eben diese 5 Siege in Folge gehabt. Deswegen fallen wir gar nicht unter die 900. Aber das hier, das tut deutlich. Das ist deutlich schmerzhafter. Jetzt müssen wir, bis wir die 481 wieder überschreiten,
Hart viel arbeiten, aber die Woche ist ja noch ein bisschen was. Na, nicht mehr so viel, ehrlicherweise. Das könnte fast schon das Ende sein. Das könnte fast schon das Ende sein für diese MyClub-Woche. Dienstagabend. Ja, mal gucken. Aber okay, das war's für den Moment, ja. Danke für das zahlreiche Dabeisein. Abermals. Und ja, sorry, dass ich eure hitzige Diskussion hier im Chat jetzt unterbinden muss. Aber ja, wie gesagt, danke, dass ihr dabei wart. Lasst ein Abo da, wenn es gefallen hat. Und dann sehen wir uns hoffentlich sehr bald wieder zum nächsten Stream und versuchen jetzt mal dran zu bleiben, was die Division 1 angeht. Und für die neue Woche müssen wir mal schauen. Also ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich muss sagen, ich fand es auch wieder spannende Spiele. Rauf und runter, viele geile Tore, viele tolle Torraumszenen auch. Das ist alles immer so ein bisschen dramatisch, ne? Also ich möchte noch nicht sagen, dass mir das jetzt mehr Spaß macht als 1 bis 3 Sterne. Dafür habe ich das viel zu lange gefeiert. Aber es ist überraschend spaßig, mit 4 Sternen hier unterwegs zu sein. Ich hoffe, das seht ihr ebenso und seid beim nächsten Mal wieder dabei. Also, bis nächste Mal. Dankeschön und habt noch einen wunderschönen Abend. Tschüss, ciao.